Also einige werden sich erinnert fühlen an einen anderen Vortrag, auf den wir auch Bezug nehmen. Nämlich auf dem 24C3 gab es bereits den Vortrag Die Wahrheit und was wirklich passierte von Ron und Frank Rieger. Das gibt es online, deshalb wiederholen wir jetzt nicht den Inhalt des Vortrags. Den könnt ihr euch selber ansehen. Es ist auch nicht möglich, das kurz zusammenzufassen. Wir bleiben einfach hier mal bei dem Punkt, dass es eigentlich keine universellen Wahrheiten gibt und schon gar keine universelle Wahrheit. Das ist bei Ron und Frank schön dargestellt. Wir wollen jetzt mal schauen, wie das im Einzelnen so geht, insbesondere in der Zeitung. Also es werden Politiker zwar zu Wort kommen, wir werden dann aber vor allen Dingen auch schauen, was passiert in der Zeitung. Und wenn ich jetzt Zeitung sage, dann meine ich natürlich nicht nur dieses Ding da auf totem Baum, sondern das, was man heute Zeitung nennt, also Blogs und Texte im Internet und so gehören auch dazu. Und natürlich kommen auch solche Texte hier vor, zum Beispiel aus tagesschau.de und so. Und ja, also das ist eben genau unser Ausgangspunkt. Wie macht man das mit dem Erschaffen von Wahrheiten oder... um es mit den Worten zu sagen, die eben auch bei Frank und Ron schon vorkamen, wie geht das, wie konstruiert man ein Major Consensus Narrative, also ein Narrativ. Und das, was da eine besondere Rolle spielt, ist auch gleich das erste Konzept, was ich vorstellen möchte, das sogenannte Framing. Framing ist ein Konzept, was wir in der Psychologie haben, was wir in der Soziologie haben und eben auch in der Linguistik. Und dort besonders in der kognitiven Linguistik, hier sitzen ja vielleicht auch ein paar Kognitionswissenschaftler und die werden mit dem Namen George Lakoff etwas anfangen können. George Lakoff ist also jemand, der sich sehr ausführlich mit Framing beschäftigt hat. Ich empfehle auch die wissenschaftlichen Bücher, die er geschrieben hat. Eins hat den Titel Women, Fire and Dangerous Things. Das ist jetzt nicht sexistisch, sondern da geht es um Nominalklassifikation und Zahlklassifikation. Also das verstehen jetzt nur die Insider. Aber man kann auch was Leichteres lesen von ihm. Er hat zwei Bücher geschrieben, die sich mit Wahlkampf beschäftigen, also Sprache und Politik, das ist ja auch unser Thema. Don't Think of an Elephant und das andere, The Little Blue Book, wo es um Wahlkampfstrategien für die Demokratische Partei geht. Das wird ja hier auf dem Kongress auch nochmal ein Thema sein. Ja. Und dort spielt also dieses Framing eine besondere Rolle. Was ist Framing? Hier sind zwei kurze Punkte, die das beschreiben sollen. Also etwas soll in einen Kontext eingeordnet werden und die öffentliche Wahrnehmung soll damit beeinflusst werden. Das Ganze erklärt man am besten an einem Beispiel. Ich nehme erst eins von George Lakoff und dann wird Kai das an deutschen Beispielen vorstellen. Also das Beispiel von George Lakoff ist die American Association of Trial Lawyers, also die amerikanische Organisation der Gerichtsrechtsanwälte, der Gerichtsanwälte. Das ist erstmal ein Problem, weil das amerikanische System natürlich zulässt, dass man als Anwalt dann auch vielleicht Staatsanwalt und Richter wird. Das sind ja Wahlämter, die bleiben dann da auch Mitglied. Das passt schon nicht so gut. Und vor allen Dingen Trial Lawyers, mit Y noch, sind nicht gut angesehen in den USA und deshalb haben die sich entschlossen, sich umzunennen und nennen sich jetzt American Association of Justice. Justice, das klingt einfach gut und gerecht und ist dann besser. Ja, und wie geht das in der deutschen Politik? Das wird jetzt Kai Biermann an einem Beispiel erläutern. Also, guten Tag. Das ist das Wort, von dem ich glaube, dass es einer der erfolgreichsten Versuche ist, ein sehr scheußliches Konzept hübsch zu umschreiben. Wir haben es auch noch so schön grün gemacht, damit es freundlich leuchtet. Der Rettungsschirm tauchte, zumindest habe ich ihn zum ersten Mal gefunden, 2007 auf. Da hat ein Autor der Financial Times Deutschland ihn in einem Text erwähnt, da ging es um eine Bank, die hatte Schwierigkeiten, die sollte gerettet werden durch die KfW, also eine staatlich unterstützte Bank. Und dieser Begriff, der da noch relativ harmlos daherkommt und wirklich noch nicht so wirklich definiert ist, hat da einen sehr erfolgreichen Weg angetreten. Der führte ihn sogar, 2009 ist das hier, zum Finanzministerium. Da ist er dann schon relativ offiziell, also zwischen 2007 und 2009 wurde er relativ häufig, vor allen Dingen in der Presse benutzt, für eben die Rettung von Banken durch Staatsgeld, also euer Geld, Steuern.
Und 2009 hat das dann bis zum Finanzministerium geschafft. Da ist dann auch, deswegen fand ich das sehr interessant, zum ersten Mal das Rätsel gelöst, ob es sich um einen Fallschirm oder um einen Regenschirm handelt. Es ist wohl ein Regenschirm, der die Banken rettet vor dem, was auch immer. Die Karriere dieses Begriffes, und um viel mehr geht es gerade erst noch nicht, geht noch weiter. Das ist 2011, da taucht er auf bei der Union. Das ist eine offizielle Seite der CDU-CSU, die den jetzt sogar noch erweitert hat, diesen Rettungsschirm. Da hat er dann auch noch einen offiziellen Namen bekommen, der heißt dann EFSF. In sich schon ein sehr interessantes Wort. Aber wir wollen im Rettungsschirm bleiben, weil der macht die Karriere geht noch viel weiter. Er hat es nämlich bis in den Bundestag geschafft. 2012 ist der Rettungsschirm in einem offiziellen Statement des Bundestages zu einer Abstimmung. Muss ich den erklären, Rettungsschirm? Nein, oder? Allen ist klar, es geht darum, da wird viel Geld ausgegeben. Keiner weiß, ob es wirklich sinnvoll ist, um Leute zu retten, die es verzockt haben. Okay. Das ist die Karriere des Rettungsschirms. 2007, 6 Erwähnungen. Von diesen 6 Erwähnungen 2007 sind 2 übrigens, die sich tatsächlich mit einem Rettungsfallschirm beschäftigen. Da geht es um Hochzeit 2011. Es flaut dann so ein bisschen ab, unter anderem auch, weil Kritik an dem Begriff aufkam. Er sei irgendwie beschönigend und so. Das soll nichts weiter zeigen, als das ist der Versuch, ein komplexes Konstrukt und ein nicht ganz so freundliches Konstrukt mit einem plakativen Begriff zu belegen. Framing. Es wird ein Rahmen geschaffen und dieser Rahmen ist positiv konnotiert, heißt es in der Sprachwissenschaft. Also da wird gerettet und es ist ein Schirm aufgespannt. Das ist also alles nichts Negatives, sondern wirklich sehr freundliche Dinge. Und an diesem Beispiel sieht man, dass das sehr, sehr erfolgreich sein kann. Wurde komplett, der Begriff stammt von Medien, offensichtlich, zumindest habe ich keine, also ich vermute, es gibt frühere Erwähnungen in Papieren in irgendwelchen ministeriellen Kommissionen, ich habe aber keine gefunden. Wer sie findet, gerne an mich mailen, Adresse gibt es zum Schluss. Der stammt von Medien einfach als plakativer Begriff, wurde genutzt, um irgendwie zu beschreiben, worum es da geht, und war so toll und so schön, dass alle ihn übernommen haben, alle. Und meine Theorie ist, dass aufgrund dieser positiven Konnotation dieses Begriffes es dazu geführt hat, dass grundsätzlich die Berichterstattung über die sogenannte Finanzkrise oder Eurokrise oder es gibt viele Staatsschuldenkrise, auch so ein erfolgreiches Framing, dass die Berichterstattung zum großen Teil übernommen wird. Also dass sozusagen von Banken und von staatlichen Institutionen initiierte Begriffe in Medien übernommen werden. Unter anderem, weil es ja um den Rettungsschirm geht. Kann nicht schlecht sein. Ein zweites Beispiel zum Framing ist eines, wo man sehen kann, dass es eine Art Kampf gibt zwischen verschiedenen Gruppierungen, Institutionen, Einstellungen, Überzeugungen um Begriffe. Das ist auch was Lakoff beschreibt in seinen Büchern. Es gibt ja keine neutrale Sprache. Sprache ist immer die Haltung des Sprechers, die sich darin widerspiegelt. Und an diesem Begriff sehen wir das sehr schön. Der Anfang war das hier. Ich glaube, das kennen alle. Das war ein Foto, das hat der Hersteller dieses Gerätes gemacht, der sogenannten Terahertz-Scanner oder Millimeterwellen-Scanner oder Body-Scanner. Und der Hersteller wollte damit Werbung machen, wollte zeigen, guck mal, was wir alle sehen können mit diesen Dingern, die sind toll. Man sieht eine Menge. Das führte allerdings dazu, dass die relativ schnell so hießen. Zumindest im deutschsprachigen Sprachraum. In den USA heißen die bis heute Body Scanner oder Full Body Scanner. Im deutschsprachigen Sprachraum wurde aber relativ schnell dieser Begriff populär. Von Medien wieder. Medien haben sozusagen diesen Begriff. In Amerika gibt es eine Gegenbewegung, die Pornoscanner sind. Die ist aber sehr klein. Also im Vergleich zu dem, ich zeige gleich noch eine Kurve. Nacktscanner hat sich tatsächlich sehr schnell durchgesetzt in Medien als plakativer Begriff. Der war so erfolgreich, dass es relativ schnell die Politik sich genötigt sah, darauf zu reagieren. Das war der damalige Innenminister, oder der Mann war damals Innenminister und sagte, nein, okay, Nacktscanner gibt's mit mir nicht. Gab es großen Applaus für diese Äußerung.
weil alle sagten, toll, da hat jemand begriffen, wie problematisch die Dinger sind und wie schädlich für die Privatsphäre und so. Gibt keinen Nacktscanner, gibt die hier. Kein Nacktscanner. Körperscanner. Man sieht, und das ist ein sehr erfolgreiches Framing, was sozusagen nicht nur über die Sprache funktioniert hat, sondern wirklich auch über die Technik. Da ist halt so ein Bildschirm und da wird nur noch so schematisch gezeigt, da ist kein nackter Mensch mehr, da ist nur so ein gelber Dots, wo die Knarre war oder ist oder wahrscheinlich oder der Schweißfleck, die irritieren die Dinger nämlich. Und das ganze Konzept war plötzlich nicht mehr so gefährlich und nicht mehr so an den Menschen heran. Es war viel harmloser und freundlicher und hier sieht man, dass das nicht nur sozusagen sich in der Technik, übrigens die Geräte machen den gleichen Scan wie vorher auch, das wird nur nicht mehr dargestellt, ne? Also auf dem Schirm sieht man es nicht mehr. Der Scan ist immer noch der Körper, so mit Geschlechtsteilen, künstlicher Darmausgang etc. Hier kann man sehen, wie diese Begriffe versuchen oder wie diese Begriffe in der Häufigkeit miteinander konkurrieren. Also Nacktscanner, vor allem von Medien, also praktisch nur von Medien benutzt, als wenn man so will, kritisierendes Konzept. Körperscanner, der offizielle Ausdruck des Innenministeriums als unterstützendes Konzept, Frame. Man sieht so die verschiedenen Ausschläge und man sieht, der Nacktscanner ist immer noch ziemlich erfolgreich. Zumindest in dieser Darstellung. Google ist nicht so, also Google Trends ist nicht so genau. Kommt gleich noch eine andere Auszählung, da sieht man etwas besser, dass das Framing des Innenministeriums, das Ding als Körperscanner zu bezeichnen, konsequent, doch nicht ganz so unerfolgreich war. Hier erstmal die verschiedenen Namen, die das Gerät hat. Und da kann man noch was sehen. Es gibt nämlich, wie gesagt, keine universelle Wahrheit, keine neutrale Sprache. Es gibt die technischen Begriffe, Terahertz und Millimeterwellenscanner. Es gibt die positiv konnotierten Begriffe, ganz toll finde ich persönlich, Sicherheitsscanner. Wer will das nicht? Ich will Sicherheit. Super. Taucht in Dokumenten der EU-Kommission auf. Innenministerium hat sich auf Körperscanner festgelegt und nutzt das bis heute konsequent. Oder, um einzuräumen, dass da doch einiges passiert, der Ganzkörperscanner, damit kann man noch leben. Medien nutzen immer noch den Nacktscanner, wobei, wenn man sich das anguckt, es nimmt ab. Es funktioniert. Die Tatsache, dass jetzt de Maizière, ich kann da auf dem Bild, ne, so, und nur eine schematische Darstellung, ist ja kein Nacktscanner mehr, nicht so richtig, und ist ja, na, wo die Daten gespeichert werden, sieht man ja nicht. Ist relativ erfolgreich. Der Körperscanner ist, wenn man Medien auswertet, fast so häufig genannt in Texten inzwischen wie der Nacktscanner. Ganzkörperscanner hat nicht funktioniert, diesen Begriff zu installieren. Und Sicherheitsscanner schon gar nicht. Das wurde dann doch nicht gekauft. Jetzt kommen wir zu so ein paar anderen Punkten. Das waren jetzt so Beispiele für Framing, aber es gibt noch viel mehr Konzepte, wie man mithilfe von Sprache Einstellungen, Überzeugungen, Haltungen, sagen wir, beeinflussen kann oder zu versuchen kann zu beeinflussen. Ja. Wir fangen mit Alltäglichen an. Da haben wir zunächst mal etwas, was im Ansatz schon mal hier vorgekommen ist, aber was noch viel mehr umfasst. Und zwar ist es die sogenannte Detransitivierung. Naja, was ist das? Wir haben es mit Verben zu tun in der Sprache, mit sehr vielen Verben, die Handlungsverben sind und die normalerweise jemanden bei sich haben, der handelt. Und solche Verben werden als transitiv bezeichnet, weil die dann auch noch meistens ein Objekt dabei haben und so. Jetzt ist aber das Problem, dass dieser Handelnde möglicherweise ja problematisch ist. Und da kennen wir schon ein Beispiel, das nämlich als Aufhänger, um dann die anderen Dinge zu erklären. Das hatten wir das letzte Mal, das Gutenberg-Passiv. Gutenberg in seinem Interview mit der Zeit, da steht, in den Jahren 2005 und 2006, als die Arbeit, seine Doktorarbeit oder seine, naja, abgeschlossen wurde, war das sehr wohl bekannt. Ne? Also er spricht von sich und sagt, die Arbeit wurde abgeschlossen. Man weiß nicht, wer sie abgeschlossen hat. Und das war bekannt. Ja, wer, was war ihm, hätte es bekannt sein sollen, dass das alles nicht stimmt. Problematisch ist mit der Urheberschaft, aber es wird halt hier nicht ausgesagt. Es ist also hier tatsächlich eine Passivkonstruktion. Und
Dieses Gutenberg-Passiv finden wir dann an anderer Stelle in etwas anderer Form wieder, wo auch versucht wird, die handelnde Person nicht zum Ausdruck zu bringen oder sich zu distanzieren von der handelnden Person, die irgendwie wegzuschieben. Ein bekanntes Beispiel, was auch im letzten Jahr war, aber nach meinem Vortrag, das Wulffsche Mann. Ich hatte erst Wulffmann hingeschrieben, aber das klingt wie Wolverine, das habe ich dann, Wulffsche Mann. Hier haben wir das Beispiel dazu. Also er sagt, aber man muss eben als Bundespräsident die Dinge so im Griff haben, dass einem das nicht passiert und trotzdem ist man Mensch und man macht Fehler. Mann als Bundespräsident, als sei jeder irgendwie mal Bundespräsident. Ne? So ein bisschen diskordisch, ne? Jeder ist Papst, bei ihm ist Mann Bundespräsident. Ne? Und das geht sogar noch mehr. Also nicht nur Mann. Man kann sich noch weiter distanzieren, man kann noch weiter zurücktreten, sozusagen auch von sich selbst. Das macht Wulff hier. Er benutzt dann sie. Und hier haben wir das Beispiel, aber natürlich wieder in Bezug auf sich. Also er projiziert sich auf die anderen, um eben auch herbeizuführen, dass die anderen sich mit ihm identifizieren, was da nicht so ganz geklappt hat. Also, wenn Sie die Erfahrung machen, dass privateste Dinge aus dem privatesten Bereich, also hier natürlich sehr hyperbolisch, privateste Dinge aus dem privatesten Bereich, also privater geht gar nicht mehr, zum Teil Jahrzehnte zurückliegend aus einer schwierigen Kindheit, einer schwierigen Familie öffentlich gemacht werden und Sie kurz vor Veröffentlichung mit den Fakten konfrontiert werden, dann ist das doch normal, dass man darum bittet, noch einmal ein Gespräch zu führen. Also Sie und Mann, es geht um das Gespräch mit Diekmann. Ja, also wir sehen hier tatsächlich diesen Wunsch, eben die handelnde Person irgendwie in den Hintergrund treten zu lassen. Also man ist es selbst nicht gewesen. Also er sagt nicht ich, er sagt Mann und dann eben sie. Wir haben das auch nochmal bei einer anderen Politikerin, bei Angela Merkel. Die sagt zum EU-Sondergipfel am 23.05.2012, es gilt der Geist, vernünftige Lösungen zu finden. Ja, der Geist findet die Lösung. Wer findet überhaupt die Lösung? Also es ist nicht mal der Geist, das Subjekt von dem zu finden. Also wir wissen es nicht. Und es gibt also die Virusstrategien, die gehen eben auch ohne Passiv, eben mit Infinitivkonstruktionen, bei denen nicht klar ist, welches Subjekt dort handelt. Na, der Geist vielleicht. Was macht jetzt die Presse daraus? Das kann man hier sehen. Also das ist die Pressemeldung bei tagesschau.de. Gesucht wird Passiv. Ein Zaubermittel, man beachte diese schöne Metapher, das Zaubermittel, das kommt dann gleich noch in mehreren Varianten, das aus einem strikten Sparkurs, der den halben Kontinent wirtschaftlich in die Knie zwingt, eine Antriebswelle für die Konjunktur macht. Einen Namen hat das wundertätige Elixier, zumindest schon Wachstumspakt. Wir haben also diese Metaphernwelt, Zaubermittel, Antriebswelle, wundertätiges Elixier, Wachstumspakt. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Konstruktion schauen, gesucht wird, ist ein Passiv, wer sucht da eigentlich? Oh, wissen wir nicht genau. Dann kommt der strikte Sparkurs, der eigentlich nicht handeln kann. Ein Kurs kann nicht handeln. Aber der zwingt jetzt plötzlich. Ne? Also es ist tatsächlich plötzlich lebendig, der Kurs zwingt in die Knie. Ne? Und der wird gesucht und soll eben dann zur Antriebswelle werden. Also das Zaubermittel macht ihn zur Antriebswelle. Auch Zaubermittel ist ein Instrument, kein wirklich Handelnder, passt nicht zum Verb machen. Also wer da handelt, ist völlig unklar. Ja, warum macht man das mit den Detransitivierungen? Ist natürlich auch einleuchtend. Hier sieht man es sehr schön an diesen Beispielen. Sozialausgaben werden gekürzt. Ne? Macht niemand, geschieht so, die werden halt gekürzt. Arbeitsplätze gehen verloren, oh, die sind eben weg. Und keiner was dazu. Erhöhungen der Renten sind nicht darstellbar. Ja, nicht darstellbar. Ja. Also niemand macht was. Ne? Es ist nicht darstellbar, es geht verloren, es wird gekürzt. Und es ist natürlich klar, was die Funktion ist. Ne? Die Verantwortlichen werden verborgen. Wichtige Informationen bleiben versteckt, ne, wenn was verloren geht, ne? Nicht darstellbar ist. Und die Aussagen werden schwerer zu widerlegen bzw. anzuzweifeln. Und das ist eben genau das, was hier passieren soll. Ja, das ist ein Bereich, der sehr auffällig ist, gerade wenn man sich Zeitungstexte anschaut, im weitesten Sinne. Jetzt ein weiteres, Kai Biermann mit dem nächsten Konzept. Genau. Wir hatten Framing, also das Einordnen, hübsch machen durch den Begriff. Wir hatten das Verschleiern, das Verstecken der Handlungen.
Und jetzt kommen noch so ein paar, ich nenne sie für mich alltägliche Kleinigkeiten, weil man sie wirklich übergreifend findet in journalistischer Sprache. Sie sind wirklich überall vorhanden. Das kommen jetzt nur so ein paar kurze Punkte hintereinander. Eins ist falsch verwendete Begriffe, die so nicht stimmen. Man könnte auch sagen, es ist eine Metapher, aber als Metapher hinkt sie und nicht mal in die richtige Richtung. Und also es sind so Sachen, und davon gibt es sehr viele in Politikersprache und in journalistischer Sprache, die ja immer versucht, in Bildern irgendwas möglichst plakativ und schön deutlich zu machen. Nur ein wirklich willkürliches Beispiel, die Zerreißprobe. Da steht jemand vor der Zerreißprobe oder ist ein ganzes Land in der Zerreißprobe. Aua. Wir haben sich überlegt, was ist Zerreißprobe? Es kommt aus der Materialforschung. Das ist der Test, wann ein Material zerreißt, um zu wissen, das ist der Witz, das ist der Test, um zu wissen, wie lange es im Alltag hält. Das ist also eine Umkehrung des eigentlichen Sinnes. Warum passiert es? Weil es so schön klingt. Zerreißprobe, da zerreißt was, da geht was kaputt, das macht Angst. Angst als Aufmerksamkeit. Ne? Das ist immer so, Angst ist gleich Aufmerksamkeit. Und wovon lebe ich als Journalist? Ich bin Journalist, Aufmerksamkeit. Ich will, dass mir möglichst viele Leute zuhören. Toll hier für mich, super. Nächstes Konzept, verkürzen, auch klasse. Hat eher sachliche Gründe. Verkürzen wird häufiger nicht wegen eines plakativen Zusammenhangs gemacht, sondern weil kein Platz ist. In klassischen Zeitungen, ich kenne das Problem nicht mehr als Online-Journalist, aber in klassischen Zeitungen hat man so Spalten und hat man Überschriften und die sind sehr, sehr klein. Wenn man versucht hat, in einem einspaltigen Text eine zweizeilige Überschrift zu machen und da irgendwas zu erklären, irgendwas, weiß, wovon ich rede, ist es sehr schwer. Und so kommt es zu so schönen Begriffen wie Dönermord. Der Dönermord, Unwort des Jahres 2011, war tatsächlich in seiner ersten Verwendung die Folge davon, dass ein Mensch nicht wusste, wie er das in eine Überschrift packen soll, was er da schreiben will. Weil ursprünglich wollte er schreiben, der Mord an dem Dönerverkäufer. Passte nicht. War es der Dönermord. Andere haben das dann nett gefunden und da wurden es die Dönermörder und die Dönermorde und so trat dieser Begriff seine Karriere an. Ursprünglich aufgrund eines Sachzwanges. Passte denn aber so schön, also leider gar nicht, aber das spielte damals noch keine Rolle. Auch eine Möglichkeit, um etwas einzurahmen oder eine Haltung zu verändern, ist, indem man als Journalist, ist super Möglichkeit, tolle Technik, indem man als Journalist etwas einordnet, einsortiert. Das ist ja die eigentliche Aufgabe des Journalismus. Der soll ja einsortieren, einordnen, erklären. Und ein Weg, der sehr subtil ist, ist, indem man solche Verben verwendet. Also, Person sowieso hat zwar etwas gesagt, aber ich schreibe dahinter, er hat es behauptet. Weil ich glaube, er hat keine Belege dafür. Oder er hat es eingeräumt, weil ich der Meinung bin, er wurde dazu genötigt, das zu sagen. Ich habe halt nachgefragt. Oder er glaubt es nur, vielleicht gibt es ja gar keinen Beweis dafür. Oder er gibt es zu, sogar wie in einer Verhörsituation. Man könnte natürlich ein neutrales Verb einsetzen in all diesen vier Fällen, das wäre sagte, aber das ist langweilig. Außerdem wiederholt sich, Journalisten wiederholen sich nicht gern. Und wenn man immer sagte, 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 ach, der räumte ein, erklärte. Eine ebenso subtile Methode, durch Sprache Haltung zu beeinflussen, ist, indem man Zusammenhänge konstruiert. Man kann die sich ja ausdenken, wird zu viel gesagt, man kann die geschickt montieren in Texten, darum geht's. Das hier ist ein Zitat von Spiegel Online, ein längeres. Da geht es um einen Anschlag in Norwegen. Muss ich vorlesen? Nee, ihr könnt lesen, oder? Ja. Der Witz daran ist, dass dieses Zitat aus drei Teilen besteht. Der erste Teil sagt, spekuliert, also da merkt man, okay, der Journalist, der Autor spekuliert, sollte es tatsächlich ein Terroranschlag sein. Dann kommt etwas, was keinen kausalen Zusammenhang hat. Nämlich, es gibt eine Einschätzung von norwegischen Sicherheitsbehörden, dass in Norwegen Terroranschläge möglich wären. Und dann kommt etwas, das sozusagen auch keinen kausalen Zusammenhang hat zu den oberen beiden Sachen, aber sie beide verknüpft zu einem schönen großen Ganzen, nämlich ein Terrorexperte, zu den Experten kommen wir gleich noch, auch ein schönes Konzept, der sagt, also da gab es einen Anschlag, das muss Terrorismus gewesen sein. Also es ging um einen Anschlag im Regierungsviertel, in Oslo und
dass da Gasleitungen existieren und so ist nicht so wichtig. Da hat es geknallt und es muss ein Anschlag gewesen sein. Ja, leider der von Anders Breivik. Als dieser Text bei Spiegel Online stand und viele andere haben, es war nicht allein Spiegel Online, viele andere haben ähnliche Sachen gemacht und gesagt, war das reine Spekulation. Es war nichts weiter bekannt als, da ist irgendetwas explodiert, da ist ein Haus kaputt gegangen, da gab es Rauch und Bilder, mehr wusste niemand. Aber es passte so schön, diesen Zusammenhang zu konstruieren. Das Beispiel zeigt noch etwas, deswegen haben wir es hier nochmal. Es zeigt nämlich den Konjunktiv. Der Konjunktiv ist eine der stärksten Waffen des Journalismus, um Sachen einzuordnen, zu sortieren, sich zu distanzieren als Autor, denjenigen zu distanzieren von seiner Handlung. Der Konjunktiv ist in diesem Text sehr häufig. Sollte, dürfte, könnte, möglich, offenbar. Das sind alles für den Leser, den Aufgeklärten, hoffentlich Hinweise, dass da Bullshit steht. Dass derjenige keine Ahnung hat, wovon er redet. Darum geht es nämlich. Zeigt sich auch zum Beispiel, kann Maha gleich noch was dazu sagen, starker Hinweis, ganz am Ende. Ein Hinweis ist ein Hinweis, ist ein Hinweis. Wenn man ihn relativiert, schwacher Hinweis, starker Hinweis, wenn man ihn relativieren muss, ist es kein Hinweis mehr. Dann ist er schwächer, dann ist es eine Ahnung. Ja, das nur sozusagen im Schnelldurchlauf, weil wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, so ein paar Konzepte, Möglichkeiten des Journalismus, Dinge einzuordnen. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Politik. Die macht Maha, davon verstehe ich nichts. Ja. Ja, wir schauen uns eine Rede an, einen Parteitag und die Folgen. Wir wollen dann mal schauen, was aus der Rede hinterher dann auch in der Zeitung stand. Und zwar geht es um Angela Merkel auf dem CDU-Bundesparteitag vor kurzem, 5. Dezember in Berlin, in Hannover. Und wir schauen uns erstmal einen ganz kurzen Ausschnitt an. Und liebe Freunde, unsere Erfolgsbilanz sucht ihresgleichen. Es ist durchaus selbstbewusst, aber es ist keinesfalls übertrieben, wenn wir feststellen, die Bundesregierung, die von uns geführte christlich-liberale Bundesregierung, ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Übrigens, diejenigen, die diese Feststellung kritisieren, sind vielleicht über unser Selbstbewusstsein überrascht. Aber ich habe noch niemanden gehört, der den Kern dieser Aussage anzweifelt, weil die Fakten einfach eine ganz, ganz eindeutige Sprache sprechen. Die CDU-geführte christlich-liberale Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Ja, das ist auch die Kernaussage, die im Gedächtnis geblieben ist bei allen. Also die Rede dauert über eine Stunde, aber das ist die Kernaussage. Wir haben auch ein kleines Wordle machen lassen, wo man sehen kann, was dabei rauskommt. Übrigens in dem Buch über Framing bei Lakoff steht, dass Politikerreden immer in neuerer Zeit vor allen Dingen, da muss sich vor allen Dingen um Liebe drehen, also Love, Friendship, America and People. Und jetzt gucken wir mal, was bei der Rede von Merkel rauskommt. Ich kann es aber aufklären, sie redet eigentlich nicht über Liebe. Sie sagt am Anfang liebe Freundinnen und Freunde und danach immer liebe Freunde zwischendurch. Und tatsächlich liebe Freunde, das ist einfach die Anrede, natürlich bewusst gemacht. Captatio benevolentiae, also sie will natürlich das Wohlwollen der Zuschauer haben. Deshalb sagt sie zwischendurch immer liebe Freunde, deshalb ist das so häufig. Also über den Inhalt sagt das nichts aus. Wenn wir die Inhaltswörter anschauen, dann müssen, klar, ist alles alternativlos, deshalb müssen und Menschen und Deutschland, das sind natürlich ihre Themen. Menschen, Deutschland, alles andere ist sehr, sehr klein. Wenn man dann nochmal schaut, die Union ist relativ groß, aber sonst Frauen da ganz klein, christliches ist etwas größer, Kinder, also ein bisschen was kommt auch noch sonst vor. Ja, jetzt ist es ja so, beim Wordle lässt man die Funktionswörter der Sprache, wie die Linguisten sagen, weg. Ich weiß inzwischen, dank der Leute aus dem Bamberger Hackerspace, dass die Funktionswörter in der Informationstechnik
Verhaltenstheorie Stop-Wörter heißen. Die werden weggelassen. Man kann aber beim Wordle das auch so einschalten, dass einfach alle Wörter gezählt werden. Das ist eigentlich uninteressant, denn im Deutschen kommt dabei immer raus, die häufigsten Wörter sind immer die, der, ist und das. Das ist also nicht weiter interessant. Aber bei Merkel ist interessant, da sieht es nämlich etwas anders aus. Nämlich so. Klar, die, der, das und ist sind da, Ihnen auch, habe ich vorhin vergessen, das gehört auch noch zu den häufigsten Wörtern, aber wir. Und in der Tat, wir ist das häufigste Wort bei Merkel. Also 233 Mal in der Rede, die ist nur 231. Wir können also Merkel-Reden sofort erkennen. Wir müssen nur schauen, wo viel wir auftritt, da spricht Merkel. Wir haben das Merkel-Wir genannt, und zwar auch schon in unserem Buch Sprachlügen, was man hier auch kaufen kann, in wenigen Exemplaren, beim Föbut erhältlich, bei Digital Courage erhältlich. Wir haben das da Merkel-Wir genannt. Ja, und die Rede hat Merkel aber gehalten, bevor unser Buch erschienen ist, aber nachdem das Manuskript fertig war. Sie konnte das nicht wissen. Und trotzdem ist sie jetzt so stark, benutzt sie das Wir immer stärker. Ja, ich habe es nochmal mit uns zusammengenommen, ist ja nur ein anderer Kasus von wir. Bei die ist es ja immer gleich, Akkusativ und Nominativ sind ja gleich bei die. Bei wir haben wir die andere Form uns, dann kommen wir sogar auf 285. Und wenn wir auch noch die Possessivpronomina dazu nehmen, das ist jetzt ein bisschen ein fauler Trick, 374, weil zu die das Possessivpronomen natürlich anders ist oder es dazu keins gibt. Aber dann kommen wir auf noch mehr wir, also ganz viel wir. Aber es ist eigentlich nicht nur das Wir an sich, sondern es ist auch, wie es gebraucht wird. Denn das Wir bedeutet immer was anderes, hat immer einen anderen Bezug. Und da kommen ganz seltsame Konstruktionen dabei raus. Hier kann man im nächsten Beispiel Merkel geradezu neben sich stehen sehen. Ja, mal so zwei Merkels. Jedes Kind muss Deutsch lernen. Ohne uns hätten wir diese scheinbar banale Weisheit noch nicht in Deutschland durchgesetzt. Also ohne uns hätten wir, gut, also nicht nur jedes Kind muss Deutsch lernen, das ist schwer, wir wissen es. Ja, gut, noch ein kleines Originalzitat, was dann überleitet zum nächsten. Und wir sehen das im nächsten Beispiel, dass Merkel sogar zu Ironie und Humor fähig ist oder es zumindest versucht. In diesen Zeiten könnte keine andere Koalition unser Land besser in eine gute Zukunft führen als unsere, die christlich-liberale Koalition. Nun lebe ich auch nicht abgehoben auf einem anderen Stern. Auch mir hat eine Satiresendung schon mal richtig aus der Seele gesprochen, als es dort hieß, Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen. Ja, da freut sie sich. Es geht gleich weiter. Natürlich, das Wir spielt hier wieder eine Rolle. Jetzt CDU, CSU und FDP gemeinsam. CDU, CSU und FDP haben im Vergleich zu allen anderen Konstellationen immer noch die größten Gemeinsamkeiten. Vor allem, wir teilen gemeinsame Werte und Grundsätze. Gut, also wir bedeutet jetzt CDU, CSU und FDP. Vorsicht! Also diese drei sind gemeint. Wie geht dieser Satz jetzt weiter? Wir teilen gemeinsame Werte und Grundsätze. Das sind genau die Werte und Grundsätze, die wir brauchen, um unsere Art zu leben und unseren Wohlstand zu sichern. Na, die gelben Wirs sind irgendwie andere Personen als die vorher. Sie merkt es sogar selbst, denn sie sagt gleich im nächsten Absatz, so machen wir das, nicht zu unserem Wohle, sondern zum Wohle aller Menschen in Deutschland, zum Wohle Europas. Das ist unsere Mission, das ist unsere Aufgabe. Ja, also sie hat da doch gemerkt mit dem Unser und so, das ist schwierig. So, was macht jetzt die Presse draus? Das erklärt Kai. Es ging ja bei diesem Parteitag,
wie immer bei Parteitagen, um die Union in erster Linie. Und in Merkels Rede, die sozusagen, also die Frau ist Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende, und es war die zentrale Rede des Parteitags, ging es in erster Linie um ein Lob der eigenen Regierungsarbeit. Dieses Lob hat sie übrigens schon mal kurz vorher im Bundestag ausprobiert. Da hat sie das auch gesagt, sie seien die erfolgreichste Koalition seit der Wiedervereinigung. Da gab es großes Gelächter und Kritik. Sie hat es trotzdem nochmal gesagt beim Parteitag und sehr häufig und mit großem Nachdruck. Sie hat versucht, einen Frame zu bilden. Sie hat versucht zu sagen, wir sind erfolgreich, und wenn man es nur oft genug sagt, dann glauben es die Leute auch. Ja, haben sie tatsächlich. Es gab einige wenige Texte nach dem Parteitag, die gesagt haben, naja, das war keine dolle Rede, das war alles ein bisschen seltsam, dieses Eigenlob und so. Das passte nicht so ganz. Jetzt gehen wir aber mal drüber hinweg, weil... und dann gab es ein paar, die versucht haben, okay, wir nehmen die Rede ernst, wir gucken uns, was hat sie denn wirklich gesagt, außerdem Eigenlob, wir prüfen das mal, Bild-Zeitung. Die Bild hat es geprüft. Und gesagt, okay, Bild, Kernbotschaft ihrer Rede, das Bild-Zitat, und dann kommt das Zitat, ne? Und dann Bild macht den Faktencheck. Merkel, die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist so niedrig wie seit 1990 nicht, hat sie auch behauptet. Check. Falsch, nein, stimmt nicht ganz. Sie wollen da nicht falsch schreiben. Warum? Sie sind ihr wohlgesonnen. Stimmt nicht ganz, aber kein stimmt nicht. Stimmt nicht, wäre aber richtig gewesen. Nächster Faktencheck. Noch nie wurde mehr Geld für Bildung und Forschung ausgegeben. Bildcheck sagt, stimmt. Naja. Ja, die Ausgaben der Bundesregierung sind tatsächlich höher als die Ausgaben aller vorherigen Bundesregierungen für den Bildungsetat, um 10 Milliarden gestiegen. Aber wenn man mal das vergleicht und versucht, in eine Proportion zu setzen zu sinnvollen Fakten, dann müsste man es sozusagen an der Wirtschaftskraft des Landes messen. Wie viel könnte Deutschland bezahlen? Und dann sieht man, dass für Bildung seit Jahrzehnten immer weniger ausgegeben wird. Der Faktencheck von Bild, nicht so doll. Sie haben trotzdem noch einen gemacht. Noch nie waren so viele Menschen beschäftigt, sagt Merkel. Bild sagt, stimmt, absolut. Auch das wieder. Das wird sozusagen eingeordnet, ne? Absolut, das ist richtiger als richtig. Diese 41,9 Millionen, die Merkel in ihrer Rede erwähnt, als Beschäftigte, sind, wenn man es ehrlich sagt, nicht wirklich alle in Lohn und Brot und haben nicht so richtig viel Geld. Das sind oft geringfügig Beschäftigte, deren Anteil immer größer wird und so weiter und so fort. Wir müssen weitermachen. Also, ging es um die Inhalte der Merkel-Rede in der Presse? Ja, bei Bild mit heiklem Ergebnis. Grundsätzlich aber nein. Die Rede war, das soll nichts weiter demonstrieren als diese Zeit da unten, eine Stunde lang. Merkel hat eine Stunde geredet, hat nicht nur sich selber gelobt, sie hat viel erzählt über Gleichstellung, über homosexuelle Ehen, lauter Sachen, die interessant geworden interessant hätten sein können. Das waren die Überschriften. Die beschäftigten sich mit dem Wahlergebnis. Wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass es nicht ganz stimmte, dass das Wahlergebnis eigentlich 96% irgendwas war und nicht 97 und so weiter, wurscht. Es geht nur darum, dass in der medialen Darstellung sind ein paar Faktoren wichtig. Neuigkeit ist wichtig, Rekorde sind toll dafür, Andersartigkeit ist wichtig, alles was Aufmerksamkeit erzeugt. Wir sind wieder bei dem Punkt Aufmerksamkeit, davon leben Zeitungen, Nachrichtensendungen und so, die müssen verkauft werden. Es ging sehr, sehr, sehr viel immer um diese 98%. In vielen, vielen Texten. Ich habe versucht, so ein bisschen zu scannen. Es gibt mehrere hundert dazu. Es geht in den Texten um diese 98%. Es ging in den Überschriften um diese 98%. Einer hat es gesagt, das ist ein gutes Zitat, da muss der Stern freilich heller glänzen als bei Merkels Rede. Also er kritisiert die Rede. Von einem Kometen hatte diese nichts. Gleichwohl, er stellt es gleich, hat der Parteitag Merkel mit einem gewaltigen Ergebnis von fast 98%, da sind sie wieder, als Parteichefin bestätigt. Dieses Ergebnis strahlt. Prantl sagt also, alles was wichtig war, ist das Ergebnis, was sie gesagt hat, ist wurscht. Und so war es in der Wahrnehmung tatsächlich auch. Ne? Also die Inhalte der Rede kamen nicht rüber. Es blieb hängen, tolles Ergebnis, und es blieb hängen, sie hat die Regierungsarbeit gelobt. Einer hat dann doch noch was anderes gefunden. Er hat den Applaus gemessen. Auch beliebt.
Hier ein Lob, wer es googeln will. Toller Text übrigens, Robert Birnbaum, Wir sind ich. Der setzt sich mit dem Inhalt der Rede auseinander und analysiert die sehr gut und die Situation der Union und all das, was man hätte machen und erzählen können anhand dieses Beispiels. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir sind jetzt bei noch einem schönen Punkt, der gerne mal eine Rolle spielt, um was zu verkaufen. Den Experten. Unter Journalisten, die ein ziemlich zynisches Völklein sind, heißt es manchmal vorgetäuschter Tiefgang, VGT. Machen wir noch eine Studie rein. So. Und da gibt es dann so Leute, die sind dann Terrorexperten. Oder Nahostexperte. Oder IT-Experte. Der Mann ist Anwalt, ne? Der ist Anwalt für IT-Recht. Man hätte da hinschreiben können, Anwalt für IT-Recht. Alle würden wissen, ey, der hat Ahnung davon. Nee, er ist ein Experte. Oder Mobbing-Experte. Ja, kommt noch. Oder ist mein Liebling Körpersprache-Experte. Wenn man sich die anguckt, es gibt zu jedem dieser Menschen, hätte man sozusagen schreiben können, was sie wirklich sind. Der ist Journalist und beschäftigt sich seit Jahren mit Terrorismus und innerer Sicherheit. Sein offizieller Titel bei der ARD ist aber wirklich ARD-Experte für Terror und innere Sicherheit oder Terrorismus und innere Sicherheit. Deswegen heißt er in so einer Bauchbinde immer Terrorexperte. Ich komme gleich dazu, dass der Begriff Experte inzwischen ein bisschen gestorben ist. Also der hat sich überlebt. Taucht aber immer noch sehr, wird gern genommen, wie man sehen kann. In diesem Bauchbinden, da ist immer nicht viel Platz, auch so ein äußerer Zwang. Trotzdem, Experte hat eine Funktion, was soll es machen? Es soll den Eindruck erwecken, boah, Ahnung. Muss ich nicht nachfragen, was der eigentlich macht. Das wisst ihr schon. Der hier ist NLP-Trainer, komisches Geschäft. Das führt so weit, dass es Experten gibt. Hier haben wir einen, das ist die Münchner Abendzeitung, da ist ein Virusexperte, was immer das jetzt ist. Der ist eigentlich Arzt, der Mann, Tropenarzt genauer. Also er hat schon irgendwie Ahnung davon, aber weil Tropenarzt sieht halt doof aus, ist er ein Virusexperte. Im nächsten Text ist der gleiche Mann, ist er nur noch Experte. Man kann ihn aber auch sehr gut als Eisenmangel-Experte verkaufen, das ist er auch. Immer derselbe, Nikolaus Frühwein. Das hat im vergangenen Jahr zu einer Kritik an dem Begriff Experten geführt, dieser ganze inflationäre Verwendung dessen. Und abgekriegt hat die der hier. Elmar Thewsen, der ist stellvertretender Chefredakteur des ZDF, der hat wieder zu dem Breivik-Anschlag in Oslo auch sowas von sich gegeben, wie das muss Terror und Islam und Al-Qaida. Er hatte auch keine Ahnung, er sah auch nur die Bilder, stand halt vor der Kamera, musste was sagen. Grauenvolle Situation. Was sagt man da? Keine Ahnung, sieht schlecht aus, also hat er was von Al-Qaida erzählt. Hinterher hieß es, eingeblendet war ZDF-Terrorexperte, ne, in der Bauchbinde. Hinterher hieß es, unter anderem in einem schönen Text von Stefan Niggemeier in der FAS, dieses Expertenunwesen hat dann doch vielleicht ein bisschen Überhand genommen. Seitdem heißt er stellvertretender Chefredakteur in der Bauchbinde. Der taucht nicht mehr als Experte auf. Und der hatte vorher viele solcher Titel. Der war Wirtschaftskriminalitätsexperte und organisierte Kriminalitätsexperte und Terrorexperte. Noch eine Möglichkeit dazu, sowas durch Verkürzung, Verknappung, Plakatierung, letztlich sind das so Aufkleber, die man Menschen verpasst. Man kann so jemanden auch Kritiker einfach nennen. Das ist die Gegenseite. Wir haben die Experten und wir haben die Kritiker. Der ist SPD-Abgeordneter im Bundestag. Man hätte hinschreiben können, SPD-Abgeordneter im Bundestag. Dann hätte sich jeder sein Bild machen können, hätte sich was denken können. Okay, was hat der dazu sagen? Hat er Ahnung? Nee, WHO-Kritiker. Wie wird man zum Experten? Bücher schreiben hilft. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit für Fragen. Ja, sehr schöne Fragen. So, wer Fragen hat, bitte zu den Mikrofonen 1, 2, 3 oder 4 gehen. Die stehen dort. Haben wir Fragen aus dem Internet? Nö, offensichtlich nicht. Ja, dann fangen wir an, Fefe. Ja, meine erste Frage ist, wie kommt es eigentlich, also erstmal zwei Sachen. Eine Anmerkung, die Merkel sprach nicht von Leuten mit Arbeit, sondern von Beschäftigten. Das an sich finde ich schon mal sehr
Da hättet ihr eigentlich draufhauen müssen. Nee, es gibt da eine ILO-Definition, die hatte ich kurz eingeblendet. Das meint Leute, die irgendwie beschäftigt sind in einem arbeitsähnlichen Verhältnis, die irgendwas dafür bekommen, leben können sie dafür nicht, davon nicht. Ja, aber der Problem. Punkt ist doch, dass der wichtige Teil, nämlich dass wir von leben können, wegfällt. Der spielt dabei keine Rolle. Die andere Sache war, was mich wundert, wenn ich über den Pakt rede, den ihr da zitiert habt. In meiner Kindheit war Pakt sehr negativ belegt. Da hieß es immer der Warschauer Pakt, das war eigentlich so der einzige Pakt, den man hatte. Und ich war sehr irritiert, als ich irgendwann feststellte, dass der im Osten gar nicht Pakt, sondern Vertrag hieß. Ja? Und das Pakt eigentlich auch so ein Stempel war, den unsere Medien benutzt haben, um das schlecht zu machen. Wie kommt es denn, dass wir jetzt damit durchkommen, Pakt positiv zu benutzen? Du sagst was zu Pakt, ich sag was zum Framing. Ja, also du hast völlig recht. Auch in meiner Kindheit gab es den Warschauer Vertrag und den Warschauer Pakt und das hieß in anderen Ländern, also in verschiedenen Ländern verschieden. Beim Fiskalpakt, den du ja meinst, tauchte der wieder auf und ich kann es mir nur so erklären, dass es schon ein gewisses Unwohlsein gab mit dem ganzen Konstrukt. Ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich gelungen ist, das jetzt positiv zu konnotieren, also zu sagen, dass dieser Pakt positiv ist. Ja. Ich glaube, da spiegelt sich nichts weiter als ein gewisses, ja, es ist schon ein komisches Konstrukt. Es gab ja auch große Widerstände. Also bei der Verabschiedung dieser Dinge, sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene, gab es große Widerstände und großen Ärger und große Debatten, ob man es jetzt wirklich will und so. Und ich denke, das spiegelt sich in diesem negativ konnotierten Wort. Ja. Also es hat, glaube ich, schon was mit Framing zu tun und auch mit so einer Art Narrativ. Also bei Warschauer Vertrag, Warschauer Pakt, wurde halt mit Pakt das Militärische unterstrichen. Und damit waren die böse. Darum ging es. Also militärisch, das war eben Zeiten der Friedensbewegung und so. Und die anderen sind die Bösen. Das war halt hier, glaube ich, die Geschichte, die dahinter stand. Aber die NATO hieß im Osten Nordatlantikpakt. Ja, Nordatlantikpakt. Ja, auch militärisch auf jeden Fall. Denn der Warschauer Vertrag war ja mehr als nur militärisch. Das andere sollte nur ausgeblendet werden. Und bei euch, bei uns war es der Nordatlantikpakt. Genau. Also auf jeden Fall, ja genau, es passt dann also von der anderen Seite. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass das was mit Framing zu tun hat und das Narrativ ist jetzt ein anderes. Also jetzt geht es ja eben darum, Effizienz. Ne? Militärisch heißt effizient, deshalb der Wachstumspakt, der Stabilitätspakt, das ist eben alles effizient. Ne? Da hat ein durchschlagenden Erfolg, also diese Metapher, natürlich Metaphorik von Krieg, steckt da schon mit drin, aber das ist eben ein anderes Narrativ und ein anderes Framing. Möglicherweise soll sich auch diese Alternativlosigkeit darin ausdrücken. Ja. Wir können nicht drumherum, wir brauchen das Ding, um uns zu schützen. Genau. Und die andere Geschichte, das passt eigentlich auch wunderbar zu Framing, da wird eben tatsächlich so ein Kontext geschaffen, dass wer Arbeit hat, eben irgendwie gut dran ist. Arbeiten ist gut. Ja, obwohl eigentlich ja auch ein Narrativ da ist, was sagt, Arbeiten ist eigentlich anstrengend, dann wollen wir eigentlich nicht. Ja? Aber es hängt dieses Weltbild, dass Arbeit hochgeschätzt ist. Eigentlich sowas, was so ein bisschen auch aus der Ideologie der Arbeiterbewegung eigentlich auch stammt und da auch ein bisschen unpassend ist, weil die sich natürlich für bessere Arbeitsbedingungen ursprünglich eingesetzt haben, aber Arbeit ist eben auch gut. Und das ist, glaube ich, ein bisschen da das, was dahinter steckt. Und deshalb eben auch hier das Framing. Für Merkel ist ja klar, Arbeitslosigkeit bekämpfen, mehr Beschäftigte, egal was die verdienen, völlig wurscht. Hauptsache sie haben Arbeit, bedingungsloses Grundeinkommen, um Gottes Willen. Und das ist das andere Narrativ, davon will man nichts wissen. Ja. Wodarg war übrigens einer der ganz wenigen SPD-Abgeordneten, die damals gegen Zensursula gestimmt haben. Vielleicht ist er doch ein Fachmann, man weiß es ja nicht. Aber meine Frage ging an Kai Biermann in eine ganz andere Richtung. Es gab ja einen kritischen Zwischenton bei dem Wort sagte, nicht? Wir können nicht immer sagen. Wir brauchen als Journalistinnen und Journalisten eine blumige Sprache und deswegen gehen wir ja so ein bisschen da auch in die Falle. Frage, findet ein solcher Diskurs, wie du ihn hier auch begonnen hast, mit Maha zusammen, eigentlich im Journalismus selbst statt? Das würde mich mal interessieren. Es wird ja viel über Zeitungskrise geredet und schuld ist das böse Internet. Meine Vermutung ist, dass weder das Internet noch vieles andere mit zu tun hat, aber genau, dass dieses langsam von den Menschen durchschaut wird. Das immer gleiche Zeug in allen Zeitungen, abgeschrieben von irgendwelchen Agenturen und Journalismus, nimmt ab.
ist das nicht etwas, wo man sagen könnte, das wäre mal wirklich Anlass für eine Journalismusdiskussion? Würde sich, glaube ich, mehr lohnen, als sich an der Frau Merkel abzuarbeiten. Denn ihr könntet hier was verändern. Oder sind die Zwänge so, dass ihr nicht mehr könnt? Alternativlos. Alternativlos sozusagen. Ja, es gibt, also ich kann nicht für den Journalismus sprechen. Ich bewege mich ja nur in einem kleinen Teil. Ja, es gibt solche Diskussionen, tatsächlich. Es gibt Diskussionen um, was drückt man mit Sprache aus und will man das wirklich? Wie neutral kann man sein und wie neutral sollte man sein? Das äußert sich, habe ich das, den Eindruck, gerade bei Online-Medien sehr stark in einer sogenannten Transparenzdebatte. Also wie viel von den Einflüssen, denen wir unterliegen, machen wir transparent in unserer Darstellung. Und das passiert, das verändert sich. Also wenn man, klassisches Beispiel, der Spiegel vor 10 Jahren, ich weiß nicht, wer sich noch an das Ding erinnert, da standen keine Autorennamen drunter. Da war der Text und es war der Text. Und dann hat der Spiegel geschrieben. Und es gab eine Riesendebatte im Spiegel, die Namen da drüber zu schreiben, oder drunter, sie stehen drunter. Das war so ein erster wahnsinnig großer Umbruch, was Transparenz im Journalismus angeht, tatsächlich. Das ist inzwischen viel weiter. Ne? Also inzwischen kann man ja bei den meisten großen Online-Zeitungen, die zeigen ihre Autoren mit Lebenslauf und Foto und man kann die mit Mailadresse und ansprechen. Und der nächste Schritt wird sein, davon bin ich überzeugt, dass sehr viel bessere Quellenarbeit passiert. Also dass unter Texten die Quellen aufgelistet werden, wie bei wissenschaftlichen Artikeln und man die angucken kann und nicht nur als Link. Der nächste Schritt wird sein, dass man persönliche Einflüsse offenlegt, also dass man sagt, zum Beispiel sagt, ich, Kai Biermann, bin nicht nur Journalist bei Zeit Online, sondern verdiene mein Geld auch noch als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank etc. Kein Scherz, sowas gibt's, ne? Es gibt, die Leute sind ja in allen möglichen Dingen beschäftigt. Was im Bundestag eben als gläserner Abgeordneter, auch so ein schöner Frame, gläserner Abgeordneter, die armen Menschen, debattiert wird, gibt es auch im Journalismus tatsächlich. Fragen aus dem Internet? Okay. Eine Anmerkung und eine Frage. Einmal wurde ich gebeten, darauf hinzuweisen, dass diese Figur des We und Wir auch von Obama benutzt wird. Und dann eine Frage, wie steht es um den Begriff Rettungspaket im Vergleich zu Rettungsschirm? Subjektiv kam für mich nicht kam der für mich viel häufiger vor. Ja, ich weiß im Moment nicht, wohin ich spreche, woher die Frage kam. Aus dem Internet. Du sprichst aus dem Internet. Das wollte ich schon immer mal. Ja, der Rettungsschirm ist tatsächlich, wenn man so sagen will, die Metapher der Medien, die hauptsächlich dort benutzt wurde. Das Rettungspaket, eher eine politische Variante. Beide spielen halt mit dieser positiven Konnotation der Rettung. Da ist jemand, der soll mal trinken und wenn wir den nicht retten, stirbt der und es wäre doch schade um den. Wir wollen doch jeden retten, ob es nur eine teure Bank war. Und ich habe jetzt nur den Rettungsschirm untersucht, weil der plakativer ist, weil er sozusagen diese Metapher noch ausdehnt, eben den Schutzgedanken noch mit einbaut und nicht nur die Rettung. Es kann sozusagen, will ich nicht in Abrede stellen, durchaus sein, dass Rettungspaket häufiger war, ja. Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Pakt. Also der Unterschied zwischen wenn ich mit dir einen Vertrag habe und ich halte den nicht ein, dann lande ich vor Gericht vielleicht, weil du mich verklagst. Wenn ich mit dir einen Pakt habe, kriege ich wahrscheinlich die Rübe ab oder bei Faust ist dann die Seele flöten gegangen und so. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau als, das ist sowas schön Zwingendes, das ist eigentlich eine sehr, sehr elegante Form, finde ich. Okay, im nächsten Jahr machen wir was zum Pakt. Zunächst danke für den wirklich interessanten Vortrag. Ich habe einen Kommentar und eine Frage. Zum Kommentar erstmal, bitte verkürzt nicht unzulässig. Es geht um die Breivik-Anschläge, die er sagt. Ich komme aus Norwegen und gerade die Anschläge vom 22. Juli sind eigentlich was, was wir für unsere Sache benutzen können, was daraufhin in der Zivilgesellschaft passierte und rechtsstaatlich. Und mit Breivik-Anschläge wird bloß die negative Konnotation kommt da bloß raus. Die Frage, die ich habe, ist, das sind ja alles sehr... Danke, gute Anmerkung. Ah, okay. Die Frage, die ich habe, das sind ja alles sehr interessante und wirklich mächtige Werkzeuge, die für eine perfide Sache benutzt werden. Dürfen wir die benutzen für unsere Sache? Sollen wir die benutzen? Müssen wir die benutzen? Es geht nicht anders. Also Sprache ist nicht neutral. Das ist ja das, was wir immer wieder predigen und was man immer wieder sieht an diesen ganzen Spielen. Sprache ist nicht neutral. Und das ist auch das, was Lakoff predigt. Lakoff ist Demokrat. Und hat seine Bücher geschrieben aus Sicht der Demokraten als Gegenargumentation gegen die republikanischen Argumentationen im Wahlkampf.
der wollte sozusagen seiner Partei Argumentationshilfen geben und sagen, geht nicht ein auf deren Modelle, nutzt eure eigenen oder erkennt wenigstens die Gefahren von bestimmten Begriffen, statt euch Steuerentlastungen aufdrücken zu lassen, wo ihr doch gar nicht entlasten, also wo es keine Last ist, die Steuer und sowas. Ja Gott, es sind Werkzeuge und Werkzeuge liegen rum und wer sie benutzt, benutzt sie. Ihr habt ein Beispiel gebracht, wo ein Text war, der aus drei Teilen bestand, die eigentlich sehr unzusammenhängend waren. Auf mich wirkte der eigentlich ganz klassisch so, als wäre das ein Opfer des Redigierens gewesen, weil das sieht so aus, als fehlen ja Sätze. Und ich glaube, das ist doch eine von den Sachen, die tatsächlich in der Realität des Journalismus gerade sehr oft genau für so eine Sachen sorgen, wenn es unter hohem Druck passiert, oder? Also ich glaube, dass ein paar Sachen eben nicht mit Absicht passieren, sondern einfach aufgrund dieser Art, wie dort gearbeitet wird. Oder wie siehst du das? Also es gibt interessanterweise auch dazu eine Transparenzdebatte im Moment. Einige Nachrichtenagenturen, ich glaube Reuters und andere fällt mir gerade nicht ein, schreiben unter ihre Agenturen, die für Journalisten geschrieben sind, ne? Nicht für die Öffentlichkeit, das ist ja Rohmaterial für Journalisten zum Weiterverarbeiten. Da steht inzwischen nicht mehr nur der Autor drüber, sondern auch, wer den Text redigiert hat. Weil im Journalismus kann man sagen, 50% sind vom Autor, 50% sind vom Redigator. Insofern durchaus sinnvolle Anmerkungen. Diese Einflüsse kenntlich zu machen, ist noch nicht üblich. Ich glaube aber, dass es passieren wird. Wird noch eine Weile dauern. Gerade im deutschen Journalismus ist sowas eher langsam. Reuters ist eine amerikanische Agentur. Ich glaube, dass es passieren wird und dass sich dann der Leser selber ein Bild machen kann. Okay, war das der Autor? Wenn ich den vergleiche mit seinen anderen Texten, die von anderen Leuten redigiert wurden, wie sehen die aus und so? Wird kommen, bin ich sicher. Ja, vielen Dank für den sehr informativen Talk. Jetzt sind hier 15 Minuten Pause und ich bitte um einen herzlichen Applaus an Maha und Kai Biermann.